Im WK 10 in Hoyerswerda ist mit den Vorbereitungen für den Abriss der letzten Wohnblöcke begonnen worden. In den Häusern Dürerstraße 22 bis 24 sowie Nagelstraße 43 bis 45 sind bereits die Fenster ausgebaut worden. In der kommenden Woche startet dort die Entkernung. Der Abrissbagger soll nach Angaben der Lebensräumegenossenschaft Mitte Juli seine Arbeit aufnehmen. Die letzten drei Blöcke in der Nagelstraße werden dann im August abgerissen.